möchte euch auch grüßen heute Morgen. Wisst ihr, ich habe überlegt, als wir in Anbetung waren, ich habe gedacht, die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo wir still sein sollen. Die Gemeinde ist nicht eine Bibliothek. Ihr wisst, in einer Bibliothek, man muss einfach sein Zeug lesen und da kommen immer die Mitarbeiter, man darf nicht laut sein. Die Gemeinde ist auch nicht wie ein Friedhof. Die Gemeinde ist Gottes Haus. Und hier kommt jeder. Und jeder hat eine Dankbarkeit auf sein Herz. Und jeder hat ein Gebet. Und jeder hat die Möglichkeit, in so einem Morgen wie dieser hier zu kommen und seine Anbetung, sein Lob, seine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und die Bibel sagt uns im Psalm 145, Vers 21, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und dann geht er weiter im Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Wer ist dabei? Und warum sollen wir das machen? Warum sollen wir Gott anbeten? Warum sollen wir mit Dankbarkeit vor Gott kommen? Warum soll unser Mund seine Herrlichkeit verkündigen? Vers 7, er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Wer hat Brot von Gott empfangen? Der Herr löst die Gebundenen. Wer wurde befreit von Gott? Der Herr macht die Blinden sehend. Wer war geistig blind und konnte wieder sehen durch Jesus? Amen. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Wir haben Grund, Gott zu loben und zu preisen. Und bitte merkt immer, jedes Mal, die Gemeinde ist nicht ein Ort der Stille. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo wir still sind in dem Sinne, dass wir nicht reagieren. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Gott anbeten, wo wir ihm loben und preisen, wo wir Amen sagen und preis dem Herrn. Nicht, weil ich jetzt anfange zu predigen, ich möchte euch ermutigen, das zu machen, sondern einfach, wenn wir das nicht in die Gemeinde tun, wo tun wir dann sonst? Wenn wir nicht in die Gemeinde sagen Halleluja oder preis dem Herrn oder Amen, das bedeutet, ja, ich bin einverstanden, ich glaube an das, was ich singe, an das, was ich höre. Ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist. Geschwister, mögen wir so sein, auch lebendig sein, weiterhin in Gottes Gegenwart. Außer die große Gruppe, die Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen. So die große Gruppe, ich glaube 9 bis 11 oder bis 12, sowas in der Richtung. Die bleiben jetzt hier mit uns, die große Gruppe von Kindern, all die anderen Kinder, die dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen. Lass mich auch kurz erwähnen, bevor wir zum Gotteswort kommen. Wir werden nicht heute, natürlich habt ihr auch gesehen und gemerkt, es wurde auch hier nicht vorne vorbereitet, wir werden nicht heute das Abendmahl und Erntedankfest feiern. Auch den Grund, dass einige von unseren Geschwistern nicht da sind, die sind in die Freizeit. Und mit Gottes Hilfe nächsten Sonntag werden wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern und Erntedankfest, wo wir wirklich vor Gott kommen. Aber lass mich einfach erwähnen, ich denke nicht, dass Erntedankfest oder halt Dankbarkeit nur sich zu an einen Tag im Jahr begrenzt, sondern Erntedankfest ist jeden Tag. Jeden neuen Tag haben wir Grund, Gott zu danken. Selbst wenn es uns schlecht geht, der allergrößte Grund, der bleibt, ist, Jesus Christus ist für mich gestorben. Und es kann sein, menschlich gesehen, ich habe oder du hast einen schlechten Tag. Aber in jeder Situation, wir dürfen unsere Augen zum Himmel erheben und sagen, Herr, ich danke dir, weil ich war verloren, ich war nicht würdig und du hast dein Leben für mich gegeben. Das ist der allerbeste, größte Grund, Gott immer zu loben und zu preisen. Ja, wir möchten jetzt zum Gottes Wort kommen und wir sind in einer Predigtreihe. Diese Predigtreihe ist auch gedacht, wirklich auch evangelistisch zu sein, indem wir Menschen durch Gottes Wort, indem wir Menschen zu Jesus, zu Gott rufen. Und heute Morgen möchten wir einen Schritt weitermachen. Und ich habe überlegt, schon immer
hat die Menschheit versucht, der Mensch zu definieren, nicht wahr? Menschen haben sich immer Gedanken gemacht, was ist eigentlich der Mensch? Und klar, verschiedene Theorien, verschiedene Philosophien, verschiedene Definitionen. Es wurde uns gesagt, es wird uns gesagt, der Mensch ist ein Zufall, eine Laune der Natur, ein Unfall. Auf die andere Seite kommen manche, die sagen, der Mensch ist ein evolviertes Tier, evoluiert, aber nicht mehr als das. Und wie wunderbar ist es, Gottes Wort zu haben und zu wissen als Menschen, wir sind mehr als das. Und die Bibel sagt uns, ja, der Mensch hat ein Leib, aber wir sind viel mehr als nur unser Leib. Die Bibel sagt uns, der Mensch hat eine Seele. Und zum Beispiel, wir lesen ganz am Anfang in 1. Mose Kapitel 2 in Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Es gibt etwas in uns, was uns wirklich Wert gibt, was uns besonders macht. Und das ist von Gott gegeben, unsere Seele. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir sind nicht ein Leib mit einer Seele, sondern wir sind eine Seele mit einem Leib. Dadurch wollte er sagen, das Allerwichtigste bei uns ist nicht unser Leib. Das ist sekundär. Das Allerwichtigste bei uns ist unsere Seele. Und doch gibt es Menschen, leider, die ihre Seele ignorieren, die leben nur für jetzt und für hier, für diesen Augenblick. Es gibt Menschen, die ihre Seele verwechseln mit ihrem Leib, so wie der Mann in einem Gleichnis von Jesus in Lukas Kapitel 12. Dieser reiche Mann, der gesagt hat, der zu seiner Seele, er redet mit seiner Seele, so irgendwie er erkennt, dass er eine Seele hat, aber er verwechselt seine Seele mit seinem Leib und er sagt, Seele, du hast viele Vorräte, viele Güter für viele Jahre, iss und trink und sei glücklich. Aber die Seele ist nicht Pasta und Pizza und Döner und die ganz leckere für manche Krautwickel. Die Seele ernährt sich nicht mit solchen Dingen. Du und ich, wir haben eine Seele. Wie lebt unsere Seele? Was geben wir unserer Seele? Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wir werden erstmal einiges sagen über die Geschichte und dann werden wir Gottes Wort lesen für diesen Morgen. Wir gehen in eine bestimmte Richtung. Habt noch Geduld, wir kommen gleich zu dem Titel der Predigt, wir kommen gleich zu das Wort. Die Geschichte befindet sich in Johannes Kapitel 6 und ich habe das alles erwähnt mit unserer Seele, weil die Geschichte an sich hat wirklich direkt mit unserer Seele zu tun. In Johannes Kapitel 6, Jesus ist draußen mit seiner Jünger, eine ganz große Menge von Menschen ist da, eine Riesenmenge von Menschen ist da und Jesus, er merkt, er sieht, dass die Menschen hungrig sind. Und Jesus, er möchte nicht die Menschen einfach wegschicken nach dem Motto, so jetzt singen wir ein Schlusslied und die Menschen gehen jetzt weg und das war's. Sondern Jesus, er sagt, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Ich möchte ihnen was zum Essen geben. Und die Jünger, die reagieren, so wie wir oft reagieren, von dieser menschlichen Perspektive, Jesus, das ist unmöglich. Ist es nicht so, wenn Gott uns herausfordert, oft ist unsere Reaktion, Herr, das ist unmöglich. Und genau das ist der Punkt. Gott bringt uns in Situationen, die unmöglich sind, damit wir seine Kraft erleben. Wenn wir nur einen Gott haben, der wirkt, wenn wir die passenden Mittel haben als Menschen, das ist zu wenig. Gott möchte uns sagen, er kann das Unmögliche möglich tun. So, die Jünger kommen zu Jesus, einer sagt, wir haben zu wenig Geld, was können wir kaufen für dieses wenig Geld, den wir haben? Andere kommt und sagt, sag mal in Vers 7, ja? Also Johannes 6, Vers 7, Philippus antwortete ihm. Philippus war vielleicht so wie Jonas, so der Gemeindesekretär.
für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. So, der Philippus kommt und er rechnet. Er sagt, 200 Denare haben wir, es sind Tausende von, das reicht nicht, Jesus. Das ist Mathematik unmöglich. Das ist rechnerisch unmöglich, dass wir Brot kaufen für 200 Denare für all diese Menschen. Und ein anderer kommt und sagt, es ist unmöglich. Und dann kommt einer und sagt, ja, wir haben hier zwar fünf Brote und zwei Fische, aber das, was ist das? Das ist ein Witz. Was ist das für so viele Leute? Aber Jesus sagt, bringt es zu mir. Und wir kennen die Geschichte. Er segnet diese Brote, diese Fische. Er vermehrt das und er gibt es die Menge. Wir sind in Johannes Evangelium. Und das ist sehr wichtig, weil in Johannes Evangelium die Wunder von Jesus, die werden als Zeichen genannt. Ganz wichtig. Was bedeutet das? Das bedeutet, Geschwister, liebe Freunde, Jesu Wunder, die waren nicht da als ein Zweck in sich. Jesus hat nicht Wunder getan für Unterhaltung. Er hat nicht Wunder getan, um Menschen zu beeindrucken. Er hat nicht Wunder getan, um etwas zu zeigen, wie besonders er ist oder irgendwas, dass Menschen sich freuen, sondern die Wunder, dieser Zeichen, wie Johannes das nennt, immer wieder, dieser Zeichen, die Jesus getan hat, er hat es getan, um die Menschen in den geistlichen Ebene etwas beizubringen. Mit anderen Worten, Jesus hat etwas auf der physischen Ebene getan, um eine Lektion in das Geistliche weiterzugeben. Und die Sache ist hier in Johannes Kapitel 6, die haben alle Brot gegessen, die waren alle satt, aber die Lektion war, genau wie wir Brot für unseren Leib brauchen, genauso brauchen wir etwas, eine Ernährung für unsere Seele. Genau wie wir Brot brauchen für unseren Leib und Gott weiß das und Gott erkennt diese Not und wir brauchen alle Ernährung und Brot für unseren Leib. Aber genauso, beziehungsweise noch sogar wichtiger, wir brauchen Brot für unsere Seele. Das Thema heute Morgen für die nächsten Minuten heißt, Jesus ist Brot für unsere Seele. Jesus ist Brot für deine Seele. Wir haben eine Seele und die Frage ist heute Morgen, wie geht es deiner Seele? Wir sehen und ich sehe dich und dein Leib, aber deine Identität ist mehr als unser Leib. Wie geht es deiner Seele? Ist deine Seele gesund? Ist deine Seele gerettet? Ist deine Seele geistlich gut ernährt? Jesus ist Brot für unsere Seele. Am nächsten Tag, hier in Johannes Kapitel 6, nächster Tag, die Menschen, die suchen Jesus. Johannes Kapitel 6, Vers 24 und 25. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn an andere Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Die suchen Jesus. Aber sehr interessant, die Menschen sind begeistert von Jesus. Jesus ist nicht begeistert von diesen Menschen. Warum? Diese Menschen suchen Jesus wegen ihrer physischen Nöte. Die suchen Jesus, weil sie diese Brote und die Fische gegessen haben. Die denken immer noch nur an ihren Leib. Die denken immer nur noch an ihren Magen und die denken nicht an ihre Seele. Und schau mal, was Jesus dieser Menschen antwortet. Jesus ist sehr klar und sehr direkt mit diesen Menschen. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Jesus sagt, eure Motivation, ihr sucht mich zwar, aber nur aus dem Grund, weil ihr habt aus dieser Brote gegessen. Ihr wurdet satt. Mit anderen Worten, Jesus sagt zu diesen Menschen, ihr sucht mich nur wegen eurem Magen. Ihr sucht mich nur wegen eurem Leib. Geschwister, Freunde. Auch die Zuschauer im Livestream, warum suchen wir Jesus? Warum kommen wir zu Jesus? Warum brauchen wir Jesus überhaupt?
Und lass mich sagen heute Morgen in aller Klarheit, wenn wir Jesus nur suchen, um satt zu werden, wenn wir Jesus nur suchen, um gesund zu sein und geheilt zu sein, wenn wir Jesus nur suchen, um materiell gut dazustehen, wenn wir Jesus suchen, um gute Noten in die Schule zu haben, wenn wir Jesus suchen, nur um eine glückliche Familie zu haben, das alles ist viel zu wenig. Es ist zwar schön und nett, aber das alles ist zu wenig, weil Jesus ist mehr als das. Jesus ist für viel mehr als das gekommen, dass wir nur bessere Brot verdienen, ein schönes Auto haben, ein Haus haben, eine glückliche Familie haben, gute Noten, weil ich bete und nein, lerne und bete und dann wirst du gute Noten haben. Jesus ist für viel mehr als das gekommen. Jesus ist Brot für unsere Seele. Und er sagt in Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. Oh, wie viel wirken wir nur für die Speise, die vergänglich ist. Wie viel investieren wir in unser Leben nur für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt, die der Sohn den Menschen euch geben wird, denn diese hat Gott, der Vater, bestätigt. Und jetzt kommt es zu einem Gespräch, jetzt kommt es zu einem Dialog zwischen den Juden und Jesus. Und ich möchte diese ein bisschen hier lesen, was Jesus sagt und einfach darüber sprechen. Jesus ist Brot für unsere Seele. Johannes Kapitel 6, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Ist das nicht schön? Gott gibt uns Brot vom Himmel, Geschwister. Wir sind in einem Land. Manchmal bin ich überfordert, wenn ich in eine Bäckerei reinlaufe, weil es sind so viele Arten von Brot. Und du hast so viele Möglichkeiten. Halbweiß und Vollkorn und das und das und das und schwierig manchmal. Und so viele Arten von Brot, wir sind auch hier gesegnet, aber es gibt mehr als das. Gott gibt uns Brot vom Himmel. Vers 33, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, und merkt ihr, die sind immer noch blind, die denken immer noch an ihr Leib. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Ja, wir möchten so ein Brot haben, wenn wir daraus essen, wir sind immer satt. Wir brauchen dann nichts mehr. Die verstehen das immer noch nicht. Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, denn wird niemals dürsten. Halleluja. Jesus ist Brot für unsere Seele. Nummer eins, Jesus ist himmlisches Brot. Und wir haben das schon gelesen, Vers 31. Die kommen und die sagen zu Jesus, ja, gib uns ein Zeichen. Ist das nicht interessant? Er hat kurz davor, er hat Brote und Fische vermehrt. Und die kommen und die sagen, gib uns ein Zeichen. Schau mal, unsere Väter, unsere Vorfahren, die haben Manna in die Wüste gegessen. Das war Brot vom Himmel. Und Jesus sagt, die haben zwar Manna gegessen, aber das war nicht das echte, das war nicht das wahre Brot vom Himmel. Und er sagt dann weiter, wir haben das gelesen, auch hier in Vers 32, er bezeichnet sich, Jesus sagt, er ist dieses Brot, was vom Himmel kommt. Und ich lese noch dazu Vers 41, da murrten die Juden über ihm, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. So Jesus sagt ganz klar, er ist ein himmlisches Brot. Was bedeutet das, Geschwister? Alles andere, was wir auf dieser Erde haben, ist irdisch. Speise, materielle Dinge, alles. Ideen, Philosophien, Unterhaltung. Alles, womit die Menschen versuchen, ihre Seele zu verändern,
satt zu haben oder zu kriegen. Alles ist von dieser Erde. Jesus allein ist von oben. Himmlisches Brot. All das, was wir haben auf dieser Erde, ist von dieser Erde. Und das ist viel zu wenig für unsere Seele. Wir müssen es erkennen heute Morgen. Speise und materielle Dinge und Häuser und Autos und Geld, alles irdisch. Sachen, die von dieser Erde sind. Jesus, in Jesus, Gott gibt uns etwas, was vom Himmel kommt. Eines Tages, dieser Brot kam vom Himmel herab auf diese Erde. Und wisst ihr, was schön ist? Wo wurde Jesus geboren? In einer Krippe, in Bethlehem. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. Ist das nicht wunderbar? Das Brot kommt im Haus des Brotes. Im Alten Testament finden wir die Geschichte also in das Buch Ruth, die Geschichte von Naomi. Und Naomi wohnte in Bethlehem und eines Tages, sagt uns die Bibel, es kam eine Hunger. Und in Bethlehem, im Haus des Brotes, haben sie kein Brot mehr gehabt. Im Haus des Brotes gab es kein Brot mehr. Aber wie schön, tausende Jahre danach, im Haus des Brotes, kommt dieser himmlische Brot, Jesus Christus. Und was das bedeutet konkret ist, es gibt so viele Dinge auf dieser Erde, die auch an sich vielleicht gut sind und in Ordnung sind, aber die können unsere Seele nicht erfüllen, weil die sind irdisch. In Jesus Christus, nochmal, Gott gibt uns etwas, was nicht von dieser Erde ist, etwas, was wir nicht auf dieser Erde finden. Er gibt uns etwas, was vom Himmel kommt, etwas, was himmlisch ist. Jesus Christus ist einzigartig. Deswegen, man kann nicht Jesus nehmen und sagen, ja klar, lasst uns Jesus haben und lasst uns Konfuzius haben und lasst uns Mohammed haben und lasst uns das noch haben und lasst uns das noch haben und Krishna haben und letztendlich, wir machen so eine Mischung und die sind alle egal. Nein, Jesus ist einzigartig. Warum? Jesus kam vom Himmel auf diese Erde. All die Menschen, die auf dieser Erde geboren wurden, egal wie wichtig die waren, egal wie groß die waren, die bleiben letztendlich nur noch Menschen. Selbst wenn sie talentiert waren und große Dichter waren und Könige waren, aber letztendlich alle bleiben nur noch Menschen. Jesus Christus ist absolut einzigartig, weil Jesus Christus ist himmlisches Brot. Jesus Christus ist derjenige, der eines Tages vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. Und in Jesus Christus, Gott gibt uns etwas, was wir nirgends auf dieser Erde finden werden. Egal wie lange wir suchen, egal wie lange wir Zeit investieren, wir werden niemanden und nichts Vergleichbares finden zu Jesus Christus. Und deswegen, ich möchte fragen, kennst du ihn schon? Deswegen, ich möchte fragen, bist du schon zu ihm gekommen? Hast du schon Jesus Christus gefunden, entdeckt in dein Leben, dieser himmlische Brot. Nicht etwas, was von dieser Erde ist. Wir merken in der Welt, die Menschen versuchen irgendwie, dass ihr Leben erfüllt wird mit materiellen Dingen, mit Unterhaltung, mit das, mit das. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Mann, der unter schweren Depressionen gelitten hat und er ging zum Arzt, er ging zum Psychiater und der Psychiater, der wusste nicht mehr, wie er ihm helfen kann. Und er hat gesagt, wissen Sie, Sie brauchen in Ihrem Leben mehr Freude. Ich habe gehört, neben unserer Stadt ist ein Zirkus gekommen und anscheinend dort in dieser Zirkus gibt es einen sehr lustigen Clown. Gehen Sie mal vorbei, vielleicht kann dieser Clown mit seinem Akt kann Ihnen helfen, Freude zu empfangen. Und der Mann hat traurig angeschaut und hat gesagt, Herr Doktor, ich bin dieser Clown. Menschen, die eine Maske tragen, Menschen, die vielleicht Freude nach außen spielen und zeigen als ein Akt, aber wenn sie alleine sind, die sind unglücklich. Warum? Sie versuchen, ihre Seele zu erfüllen mit Sachen, die von dieser Erde kommen. Gott sei Dank, Gott gibt uns etwas, was nicht von dieser Erde ist. Jesus Christus, das himmlische Brot. Nummer zwei, Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Halleluja. Er ist das Brot des Lebens. Das findet man in keinem Bäcker, nirgends auf der Welt, nicht mal in Deutschland. Jesus Christus ist das Brot des Lebens.
Ich habe übrigens geschaut, das Brot wurde nicht von Deutschen erfunden, sondern von den Ägyptern. Sehr, sehr lange her, die haben so eine Art, eine Form von Brot erfunden. Und natürlich, das wurde dann immer wieder verbessert. Ja, und bis in unsere Zeit, wie gesagt, so viele Arten von Brot. Aber einzigartig ist Jesus Christus. Nummer zwei, Jesus ist Brot des Lebens. Schau mal, wenn wir etwas essen, ja, wenn wir eine Speise essen, danach, je nachdem, was wir gegessen haben, wir empfangen Kraft. Was bedeutet, dass Jesus Christus das Brot des Lebens ist? Das bedeutet, in Jesus empfangen wir Leben. Und er bringt das immer wieder hier zum Ausdruck. Ich möchte mehrere Bibelverse lesen, Vers 33. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. So, dieser Brot gibt der Welt Leben. Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Dann Vers 47 bis 51, er redet wieder über diesen Aspekt von den Vätern, die Manna gegessen haben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Weil die sind gekommen mit dieser Zeichen aus der Vergangenheit. Wer bist du überhaupt und was kannst du anbieten? Unsere Väter, die haben Manna gegessen. Jesus sagt, ja, eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste, die sind aber gestorben. Die sind trotzdem gestorben. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Vers 50, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Wie wunderbar. Brot des Lebens. Geschwister, der Mensch in seinem natürlichen Zustand, der Mensch ohne Gott ist geistlich tot. Wegen der Sünde, wegen unserer Rebellion, wegen der Sünde, der Mensch in seinem natürlichen Zustand ist geistlich tot. Jesus allein macht unsere Seele lebendig. Es ist erst, wenn wir die Begegnung haben mit Jesus Christus. Es ist nicht Religion. Man kann religiös sein und geistlich tot. Man kann in eine Gemeinde kommen und geistlich tot sein. Man kann jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, sich hinsetzen in eine Gemeinde, mit Lippen Lieder singen. Man kann sogar das Wort bejahen und sagen, ja, das stimmt, was der Bruder so und so sagt, das war ein gutes Wort, aber innerlich geistlich tot sein, weil allein Jesus Christus, nicht eine Religion, nicht eine Kirche, nicht eine Gemeinde, nicht etwas, was wir tun können, sondern allein die Begegnung mit Jesus Christus macht unsere Seele lebendig. Unsere Seele in unserem natürlichen Zustand, unser Geist, unser Innere ist tot. Aber Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Das bedeutet, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir Jesus in unserem Herzen, in unserem Leben haben, er macht unsere Seele wirklich lebendig. Und Johannes, er betont das immer wieder. Johannes Kapitel 1, Vers 2, er sagt uns über Jesus, dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Deswegen, dieser Bibelvers sagt uns ganz klar, Jesus wurde nicht, so wie manche Religionen behaupten, er wurde nicht von Gott oder er wurde nicht geschaffen. Warum? Weil alles wurde durch Jesus geschaffen, was geschaffen wurde. Wenn Jesus geschaffen worden wäre, das wäre illogisch, was Johannes uns hier sagt. Er sagt, alles, was geschaffen worden ist, wurde durch Jesus geschaffen. Deswegen Jesus ist nicht von Gott geschaffen worden, weil er war schon, ich weiß, es ist ein bisschen philosophisch, was ich sage, aber bleib bei mir, bleib mit mir, versuch nicht einzuschlafen. Jesus war von Anfang an da und alles, was geschaffen worden ist, und das ist alles, was wir sehen, das ist alles, was Gott danach gemacht hat, alles wurde durch Jesus gemacht. Aber dann sagt er in Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen, in ihm. In ihm war das Leben. Und wir kennen natürlich Johannes 10 mit 10. Ich gehe davon aus, dass viele dieser Bibelvers kennen, Johannes 10 mit 10, wo Jesus so schön sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben im Überfluss. Jesus ist nicht gekommen, damit wir geistlich überleben, sondern damit wir Leben haben in Überfluss.
Es ist eine Sache, viele Christen, die versuchen geistlich zu überleben. Die haben ein bisschen Leben, die sind irgendwie so fast am Aufgeben, fast am Ende. Das ist nicht das Bild des Christentums, was Gott uns weitergeben möchte in sein Wort. Er sagt Leben in Überfluss. Leben, was bedeutet das? Es ist Leben in die Ewigkeit, Leben für immer. Und Geschwister, Freunde, was schön ist, dieses Leben in die Ewigkeit fängt nicht erst eins in die Ewigkeit, sondern dieses Leben fängt schon heute hier in unseren Herzen. Wenn wir Jesus in uns haben, wenn wir dieses Brot des Lebens in uns haben, dieses Leben in die Ewigkeit fängt schon heute, jetzt in unseren Herzen. Die Bibel sagt uns, weil die Menschen in Jesu Zeit, die wollten auch wissen und die haben gefragt, wann kommt Gottes Reich? Und Jesus sagt, Gottes Reich ist in euch. Gottes Reich kommt nicht nur, natürlich, Gottes Reich wird in die Fülle kommen eines Tages, wenn Gott sich offenbart in seine ganze komplette Herrlichkeit. Ja, aber Gottes Reich ist schon auf dieser Erde. Gottes Reich ist schon in die Herzen der Menschen. Gottes Reich, und das ist gute Botschaft, das motiviert uns, Gemeinde zu bauen, weiterzumachen. Gottes Reich ist überall auf dieser Welt. Und niemand kann Gottes Reich stoppen. Und solange Menschen sich für Jesus entscheiden, überall auf der Welt, in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dieser Gemeinde im Untergrund, dieser Gemeinde, wo Menschen sich verstecken, wo Menschen verfolgt werden, aber da überall, da wo sogar dunkel ist, da ist überall Gottes Reich. Weil Gottes Reich ist in die Herzen der Menschen. Und das ewige Leben fängt nicht erst irgendwann später an. Das ewige Leben fängt an in dem Moment, wenn wir unsere Herzen öffnen und wenn wir Jesus empfangen in unser Herz als unser Herr und Retter über unser Leben. Und wir haben dieses ewiges Leben in uns. Ein Leben jetzt schon unter Gottes Segen. Ein Leben über den Tod hinaus. Und deswegen, wir haben nicht Angst zusammen mit der Welt. Und deswegen, wir haben nicht Angst vor dem Tod als Kinder Gottes, weil wir wissen, egal wie unser Leben auf dieser Erde sein wird, für manche vielleicht 20, 30 Jahre, für manche 70, 80 Jahre, für manche vielleicht ein erfülltes Leben, für manche vielleicht ein Leben voller Leid und Schmerzen, aber letztendlich, wir wissen, dieses Leben auf dieser Erde ist ganz wenig im Vergleich mit Ewigkeit. Was wirklich wichtig ist und was wirklich zählt, ist die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit fängt jetzt und hier schon an, weil Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Und wenn er in unser Leben kommt, er bringt Leben in uns. Und wir dürfen sagen, ja, ich lebe durch Jesus Christus. Und nicht nur mein Leib lebt, nicht nur mit meinem Leib lebe ich, sondern meine Seele ist lebendig. Jesus hat meine Seele lebendig gemacht. Und Nummer 3, Jesus ist ein ausreichendes Brot. Mit anderen Worten, Jesus ist ein Brot, der erfüllt, der sättigt. Jesus ist ein ausreichendes Brot. Vers 35 nochmal möchte ich lesen. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Was Jesus hier sagt ist, wer zu ihm kommt, wer zu diesem Brot des Lebens kommt, die geistliche Hunger ist vorbei. Warum? Weil Jesus ist ein ausreichendes Brot. Er alleine erfüllt, er alleine sättigt uns geistlich. Wenn wir zu Jesus kommen, wir haben alles. Wenn wir Jesus haben, wir haben alles. Geschwister, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist die Suche beendet. Wir haben alles gefunden, was wir für unsere Seele brauchen. Wenn wir Jesus haben, ist unsere Suche beendet. Weil es gibt nirgends und es gibt nichts anderes, was uns so erfüllen kann, geistlich, wie Jesus Christus. Dieser Welt kann uns nichts etwas Besseres geben. Deswegen, ich möchte heute Morgen auch junge Leute ansprechen, ich möchte ermutigen, das ist Unsinn,
Es ist kompletter Unsinn, Jesus zu verlassen und irgendwo in der Welt zu gehen. Warum? Weil dort in der Welt, das ist eine Lüge Satans, dort in der Welt, es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. Wo sollen wir gehen? Wenn man jetzt kommt und sagt, ja, ich möchte, das ist eine Lüge Satans, ach, du bist jung, du bist zu jung, um so geistlich, so fromm zu sein. Du bist zu jung, du musst es probieren, genießen, schauen, mal sehen, wie diese Welt ist. Das ist eine Lüge, nein. Da draußen in der Welt gibt es nichts, was deine Seele sättigen kann. Bleib bei Jesus, bleib in die Gemeinde. Bleib ganz nahe bei Jesus. Weil wenn du Jesus hast in dein Leben, dann hast du alles. Und diese Welt kann dir nichts Besseres, Größeres anbieten, als das, was du schon hast in Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres als seine Liebe. Es gibt nichts Besseres als seine Gnade. Es gibt nichts Besseres als seine Hoffnung. Und ist es nicht in den gleichen Kapitel? In den gleichen Kapitel, Jesus fängt an, harte Dinge zu predigen. Und die Jünger, es waren auch andere Jünger da, es waren mehrere Leute da, und die gehen alle weg. Und hier finden wir diese starke Aussage, auch von Petrus. Ich lese in Johannes 6, in Vers 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus bleibt nur mit den 12. Und da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Oh, und Simon Petrus, er hat so viel geredet, er redet so viel in die Evangelien, manchmal auch daneben, aber Gott sei Dank, was er hier sagt, ist wunderbar. Amen. Und übrigens, ich denke, also jemand hat gesagt, wir als Prediger, wir werden uns im Himmel bei Petrus entschuldigen, weil viele Dinge, die Jesus gesagt hat, waren eine Antwort an das, was Petrus gesagt hat. Wir haben echt viel in der Bibel oder manche Sachen in der Bibel, weil Jesus Petrus eine Antwort gegeben hat. Also für diejenigen, die vielleicht manchmal so daneben reden, es ist Hoffnung für alle, es ist Hoffnung für uns. Und schau mal hier, Vers 68, da antwortete ihm Simon Petrus, und ich liebe das. Herr, zu wem sollen wir gehen? Wollt ihr nicht weggehen? Ihr dürft weggehen, ihr könnt weggehen. Und Petrus kommt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wo sollen wir weggehen? Zurück in der Welt, zurück zu unserer Sünde? Zurück zu unserem Leben ohne Sinn? Zurück zu das Gesetz, wo wir wirklich unterdrückt waren von unserer Schuld, von unserer Sünde? Zurück zu unserer Religion, in der wir keine Hoffnung gehabt haben? Was für eine Frage, Herr, wo sollen wir hingehen? Wisst ihr, ich denke an der reiche Jüngling. Er war vor Jesus. Er war so nahe an Gottes Reich. Manche Menschen sind so nahe an die Ewigkeit. Der reiche Jüngling, der war so nahe, gerettet zu sein. Und Jesus sagt ihm, verkaufe das, was du hast, weil Jesus hat ganz klar gesehen, sein Reichtum war ein fremder Gott für ihn, war ein Götze für ihn. Obwohl er behauptet hat, er hat die 10 Gebote gehalten. Kein Mensch hat jemals die 10 Gebote rein gehalten, außer Jesus Christus. Und der reiche Jüngling sagt, ich habe keine Götzen gehabt, keine Götter gehabt, nur Gott gedient. Aber Jesus hat irgendwo gesehen, er hängt an sein Reichtum. Und Jesus möchte ihn frei machen. Und Jesus sagt, verkaufe das, was du hast. Und dann komm und folge mir nach. Und dieser junge Mann, er war sehr traurig über dieses Wort und er ging weg. Und habt ihr nicht solche Momente, wo ihr euch fragt, wie es weitergegangen ist, selbst wenn die Bibel nicht sagt? Ich habe mich immer gefragt, was ist passiert mit diesem reichen Jüngling? Wo ist er gegangen? Oh, er ist gegangen zu seinem Reichtum, er ist gegangen zu seinen Partys, er ist gegangen zu seinen Freunden, er ist gegangen zu seinen Sportautos, er ist gegangen zu all diesem luxuriösen Leben, was er geführt hat. Aber letztendlich, er ist gegangen zu einem Leben ohne Jesus. Zu einem Leben ohne Hoffnung, zu einem Leben ohne die Gnade Gottes. Und Petrus sagt, Herr, wo sollen wir gehen? Es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. Deswegen, junge Leute, und nicht nur junge Leute, alle, lasst uns diese Lüge Satans nicht glauben. Wenn Satan dir sagt, oh, du bist jung und du dienst schon dem Herrn, du hast was verpasst in der Welt. Oh nein, du hast nichts verpasst.
Du hast alles richtig gemacht, wenn du schon in den jungen Jahren dein Leben, dein Herz Jesus Christus gegeben hast. Wo sollen wir weggehen? Und dann sagt er weiter, du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus ist Brot, der sättigt, der ausreichend ist. Und wir können nirgends mehr hingehen. Wir werden niemanden finden, so wie Jesus Christus. Und ich bin so dankbar heute Morgen, dass er in mein Leben sich offenbart hat. Es ist allein die Gnade Gottes. Und wenn du hier bist heute Morgen, Geschwister, wir sind nicht besser wie andere Leute, aber wenn du hier bist heute Morgen und du kennst Jesus, oh, das ist so ein Grund, ihm anzubeten. Es ist so ein Grund, dich zu freuen heute Morgen. Es ist so ein Grund, ihm die Ehre zu geben heute Morgen, weil es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. In Kolosserbrief, Paulus sagt, in ihm ist die ganze Fülle Gottes. Die waren auch hin und her gerissen durch verschiedene Ideen, Philosophien. Die Gemeinde wurde angegriffen und es waren Leute, die gesagt haben, ja, Jesus ist gut, aber ihr braucht das noch und das noch. Nein, wir brauchen und wir haben allein Jesus Christus. Jesus plus nichts bedeutet alles. Jesus plus nichts. Wir brauchen nicht noch etwas dazu. Ja, Jesus plus Gesetz, Jesus plus diese Idee, Jesus plus diese Philosophie, Jesus plus, nein, Jesus plus nichts, egal, alles. Alles, was wir haben und alles, was wir brauchen, ist in Jesus Christus. Und in Jesus Christus, wir haben die ganze Fülle Gottes. Ich möchte die Sänger bitten, dass sie nach vorne kommen. Ich möchte noch kurz etwas sagen zum Schluss. Und zwar, die Frage ist zum Schluss, indem wir jetzt die Predigt enden und vor Gott kommen im Gebet und auch ihm zu suchen. Die Frage ist zum Schluss, was kann ich tun? Ja, wir haben jetzt das Wort gehört, wir haben jetzt gesehen, diese Menschen haben Jesus gesucht, um satt zu sein, um satt zu werden. Aber Jesus sagt, nein, er ist viel mehr als das. Jesus ist Brot für unsere Seele. Und irgendwelche Denker oder Theologe hat gesagt, in uns Menschen ist wie eine Leere und diese Leere kann nur erfüllt werden mit Gottes Gegenwart oder mit Gott. Das ist das Grundproblem der Menschen. Der Mensch spürt irgendwo, dass eine Leere da ist. Und der Mensch versucht, diese Leere zu erfüllen. Manche mit Essen, manche mit Geld, manche mit materiellen Dingen, manche mit Freunden, manche mit Unterhaltung. Alle Dinge von dieser Erde. Und der Mensch versucht irgendwie. Und weil es ihm nicht gelingt, es kommen zu Problemen oft, auch psychische Probleme, Depressionen, weil der Mensch versucht, diese Leere, irgendwo, da ist etwas. Die Bibel sagt uns in das Buch der Prediger, Gott hat in uns hineingelegt, diese Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und der Mensch irgendwo, selbst Menschen, die von Gott nicht wissen wollen, die spüren, die merken irgendwo, es fehlt etwas. Es ist wie bei einem Puzzle. Du hast das und das und das und viele Teile, aber irgendwo fehlt noch etwas. Und die wirklich begeistert sind von Puzzles, die haben keine Ruhe, bis sie nicht diesen Teil finden. Die fehlt. Es fehlt etwas. Es ist nicht komplett. Der Mensch ohne Gott ist nicht komplett. Und so der Mensch versucht, diese Fülle zu erfüllen mit irdischen Dingen. Und das funktioniert nicht, das klappt nicht. Aber in Jesus Christus, Gott gibt uns das, was wir brauchen für unsere Seele. Jesus ist Brot für unsere Seele. Was können wir tun? Weil die Menschen fragen hier in Vers 28, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was können wir tun? Nummer 1, erkenne
deine geistliche Hunger. Wenn du hier bist vielleicht, wenn du zuschaust und du merkst, in dir ist eine geistliche Hunger, du bist nicht erfüllt, du bist innerlich nicht glücklich, erkenne heute Morgen deine geistliche Hunger. So hungrige Kinder, die muss man nicht zu essen einladen, die stürmen da rein und man muss nur sagen, Hände waschen, habt ihr wieder vergessen. Aber zu hungriger Kinder, wenn jemand richtig hungrig ist, den musst du nicht zu essen einladen. Erkenne heute Morgen deine geistliche Hunger. Nummer zwei, glaube an Jesus. Hier fängt es alles an. Glaube an seine Person, glaube an sein Werk am Kreuz, was er für dich und für mich getan hat. Glaube an seine Gottheit. Jesus Christus ist Gottes Sohn, der auf dieser Erde gekommen ist, an unserer Stelle, für unsere Sünden zu sterben. Glaube an Jesus Christus, persönlich. Es reicht nicht, dass deine Eltern geglaubt haben, es reicht nicht, dass deine Gemeinde glaubt. Es muss zu diesem Punkt kommen, wo du erkennst, wo du sagst, Herr Jesus, ich erkenne, wer du bist, ich glaube, wer du bist und ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Nummer drei, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, Vers 37. Das ist so schön. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, egal wer, groß, klein, egal was für eine Nationalität, egal was für einen Status in der Gesellschaft, Menschen, die Schule gemacht haben, Menschen, die nicht lesen können, Menschen, die arm sind, Menschen, die gut materiell da, es spielt keine Rolle. Jesus sagt, wer zu mir kommt, Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Menschen, die vielleicht von dieser Gesellschaft angesehen sind, auf die andere Seite Menschen, die vielleicht von dieser Gesellschaft mit dem Finger gezeigt werden, es spielt keine Rolle bei Jesus. Jesus empfängt alle Menschen. Und er sagt, wer zu mir kommt, und dieses Wort gilt auch heute Morgen in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland, wer zu Jesus kommt, der wird nicht weggeschickt werden. Jesus sagt nicht, ich habe keine Zeit oder du bist mir nicht wichtig. Nein, wir sind in dieser Predigtreihe, du bist Gott nicht egal. Jesus sagt, du bist mir nicht egal. Wer zu Jesus kommt, und Geschwister, Freunde, das ist ein Versprechen. Wer auch heute zu Jesus kommt, da findet bei ihm eine geistliche Zuhause. Da findet einen Retter, der da ist. Da findet der Freund, der dein ganzes Leben bei dir bleibt. Selbst wenn wir versagen, selbst wenn Freunde uns verlassen. Und dann, Nummer vier, ernähre dich von Jesus. Wie? Jeden Tag durch sein Wort. Wenn Jesus Brot des Lebens ist für meine Seele, ich muss mich jeden Tag von Jesus ernähren. Wisst ihr, ich finde es schade, dass so viele Christen eine geistliche Diät machen. Ich bin für Diät. So wie jemand gesagt hat, ich mache drei Diäten, weil von einer werde ich nicht satt. Aber ich finde es schade, wenn Christen geistliche Diät machen. Was bedeutet das? Oh, ich höre eine Predigt am Sonntag, es hat mir gereicht. Wirklich? Reicht das vielleicht? Hilft uns eine Predigt am Sonntag? Vielleicht motiviert uns eine Predigt am Sonntag? Ja. Aber es kommt eine neue Woche mit neuen Herausforderungen und es kommt wieder Satan, der verschiedene Pläne gegen uns schmiedet. Und Geschwister, wir müssen bereit sein und wir müssen stark sein. Und das bedeutet, wir müssen geistlich essen. Und das bedeutet, alleine zu Hause, in deiner Kämmerlein, in deiner Zeit mit Gott, das Wort zu nehmen, weil hier das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch, aber das Wort hat sich offenbart in das geschriebene Wort. Ernähre dich mit Jesus jeden Tag, indem du dich mit sein Wort ernährst, indem du jeden Tag Zeit verbringst in seiner Gegenwart. So lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns vor Gott kommen jetzt erstmal im Gebet. Wir werden eine Gebetszeit haben. Jeder hat die Gelegenheit, jeder hat die Möglichkeit, jetzt eine Antwort zu geben, Gott zu suchen im Gebet. Jesus ist Brot für unsere Seele. Wir beten gemeinsam und wir werden danach anfangen, ein Lied zu singen. In dieses Lied sagt es auch, das ist mein täglich Brot.
das zu verstehen, was du mir sagst. Ich möchte die Möglichkeit auch geben, wenn jemand hier ist, wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, aber du sagst heute Morgen, ich möchte ein neues Leben anfangen mit Jesus. Ich möchte dich einladen, deine Entscheidung praktisch und konkret zu machen und dein Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen als ein Zeichen deiner Entscheidung. Wir werden mit den Brüdern, die da sind, wir werden für dich beten. Wir möchten jeder unterstützen im Gebet heute Morgen. Wenn du hier bist heute Morgen und du erkennst in deiner Seele, es ist eine geistliche Hunger da und vielleicht hast du gesucht in der Welt von links nach rechts und du hast nichts gefunden. Aber heute Morgen möchtest du Jesus begegnen. Heute Morgen möchtest du sagen, ich möchte dieses Brot des Lebens erkennen und erleben in mein Leben. Du bist eingeladen, komm zu Jesus. Du kommst nicht zu Menschen, du kommst nicht zu einer Gemeinde, du kommst nicht zu einem Prediger. Komm zu Jesus heute Morgen. Selbst wenn du aufgewachsen bist in einer christlichen Familie, aber den Glauben deiner Eltern rettet dich nicht. Du musst persönlich an Jesus glauben. Du musst ihn erleben als das Brot des Lebens über dein Leben. Und wenn du dieses Brot des Lebens brauchst, wenn du erkennst heute Morgen, du hast eine geistliche Hunger und du möchtest dich mehr und mehr von Jesus ernähren. Ich möchte dich einladen, während dieser Gebetszeit, während dieses Lied, das, was mich atmen lässt, den wir dann singen werden, komm hier nach vorne, wir werden gemeinsam füreinander beten. Wenn du auch merkst, irgendwie geistlich in dein Leben, es ist nicht mehr so, wie es sein soll, und du brauchst auch Gebet, Unterstützung, dass du wirklich dir auch mehr Zeit nimmst, um Gott zu suchen, um dich mehr und mehr von Gottes Wort, von Jesus zu ernähren. Ich möchte dich einladen, zum Gebet zu kommen, wirklich Mut zu haben und zu erkennen, dass wir wirklich Jesus brauchen, dass wir ihn suchen heute Morgen. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns auch erstmal Gott danken für das Brot des Lebens. Amen. Wer ist dabei? Wer möchte Gott danken heute Morgen für dieses Brot des Lebens, für Jesus Christus? Komm, lasst uns ihm anbeten. Hebe deine Hände, hebe deine Stimme. Gib Gott die Ehre heute Morgen für Jesus Christus, für seine Gnade, für seine Liebe, für sein Wirken. Halleluja, Jesus. Jesus, wir beten dich an, Herr. Oh Jesus, wir erheben dich heute Morgen. Oh Jesus, wir danken dir. Du bringst Leben in uns, Herr. Du gibst unserer Seele Leben, ein neues Leben, ein frisches Leben, Herr. Wir beten dich an heute Morgen, Herr. Wir erheben deinen Namen, Jesus. Du bist ein himmlisches Brot. Wir finden nirgends auf dieser Erde etwas Größeres, etwas Besseres als dich, Jesus Christus. Wir finden nichts und nirgends auf dieser Erde etwas, was unsere Seele sättigen kann, als deine Gegenwart, Jesus. Wir erheben dich heute Morgen. Oh, wir danken dir. Du bist ein himmlisches Brot. Du bist das Brot des Lebens. Du bist gekommen, um Leben zu bringen. Du bist gekommen, um uns lebendig zu machen. Und wir haben ewiges Leben in dir. Und dieses ewiges Leben fängt an, jetzt und hier, wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn du hineinkommst in unsere Herzen. Halleluja, Vater, ich bete heute Morgen, Herr, rette Menschen auch heute Morgen. Rette junge Menschen, Herr, rette Menschen, die auch vielleicht zuschauen, Herr. Menschen, die geistlich hungrig sind, Menschen, die dich brauchen heute Morgen, Herr. Halleluja, wir beten dich an, wir danken dir, Herr, für Jesus, für dieses Brot des Lebens, der ausreichend ist. Wir brauchen nichts anderes. Wir müssen nicht mehr suchen, wir müssen nicht mehr laufen von einem Ort zu anderen, weil wir haben dich, Jesus. Und du sättigst unsere Seele, du sättigst unser Herz. Du erfüllst unser Leben mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Rettung. Wo sollen wir sonst gehen? Wir fragen so wie Petrus heute Morgen. Wir haben niemanden gefunden. Es gibt niemanden, der einzigartig ist, der so ist, wie du bist, Jesus. Es gibt niemanden, der uns so liebt, wie du uns liebst. Du hast dich hingegeben, als wir noch Sünder waren. Du bist für uns gestorben, für jede einzelne von uns. Und wir danken dir dafür und wir beten dich an, Herr. Und wir öffnen unsere Herzen heute Morgen. Und wir möchten uns auch jeden Tag von dir, von deinem Wort, von deiner Gegenwart ernähren, Herr. Wir möchten jeden Tag unsere Seele ernähren mit das, was du bist, Herr. Mit das, was du uns sagen möchtest, Herr. Wir möchten wirklich, dass unsere Seele lebendig ist, Herr.
Halleluja, Vater, Herr, schenke noch auch heute ewiges Leben, Vater, in Herzen, die das noch nicht erlebt haben, Herr. Lass das Menschen dich begegnen als das Brot des Lebens. Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr. Du bist herabgekommen, du bist auf diese Erde gekommen, um für uns zu sterben. Du hast dich hingegeben, Herr. Du hast dich hingegeben bis in den Tod, damit wir gerettet werden, damit wir lebendig werden, damit unsere Seele lebt, Herr. Wir danken dir dafür und wir beten dich an und wir erheben dich, Jesus. Halleluja, du bist unser Gott, du bist unser Herr. Du bist mit uns, du bist bei uns jeden Tag und wir erheben dich, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass unsere Seele leben darf. Wir danken dir, Herr, für deine Errettung. Wir danken dir für Jesus, der auf diese Erde gekommen ist. Wir haben etwas, was nicht von dieser Erde ist. Wir haben dich, wir haben deine Gegenwart, wir haben dein Wort. Halleluja, Herr, du lebst in uns und das macht uns lebendig und das erfüllt unsere Seele, weil wir wissen, deine Gegenwart ist da in uns und über uns als Gemeinde, Herr. Oh Vater, wir danken dir für das Brot des Lebens. Wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus. Wir beugen uns vor dir, wir beugen uns in deiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja. Ich möchte uns alle einladen, lasst uns einfach Gott anbeten. Du darfst deine Hände erheben und du darfst ihm sagen heute Morgen, das ist dein tägliches Brot, seine Gegenwart, sein Wort, das, was er dir gibt. Wenn du Gebet brauchst, wenn du Jesus brauchst in dein Herz, in dein Leben, du darfst immer noch nach vorne kommen und das in Anspruch nehmen und dass wir für dich beten. Oh, Halleluja, Vater, Herr. Beten dich an, Jesus.